Na, siehst glücklicher aus heute Morgen. Was denn das? Fällt denn dir da alles vom Das ist Fuß von ab? einem Playmobil-Buch. Gibt es das nie? Machst du jetzt damit? Nicht wieder an den Fuß ran. Guten Morgen, liebe Leute. So, also jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen, habe meine Tochter zur Schule gebracht und jetzt werde ich meinen Kaffee genießen mit meiner Frau zusammen und mir zusammen gestern den gestrigen Videoschnitt angucken mit ihr. Den musste ich übrigens zweimal schneiden, weil der Computer abgestürzt ist. Genau innerhalb des letzten Videos, der letzten Aufnahme. Ungefähr noch 2 Minuten Arbeit sozusagen. Die Abmoderation wollte ich noch schnell noch einen Cut setzen. Als ich den setzte, fror der Bildschirm ein und ich musste leider abkotzen, weil ich alles nochmal schneiden musste. Oh, war das schlimm. Das Schöne daran ist tatsächlich, wenn man es einmal geschnitten hat, habe ich statt 2 Stunden nur noch mal 1 Stunde gebraucht, um alles nochmal zu schneiden. Weil ich das alles noch im Kopf hatte, so. Aber trotzdem noch mal 1 Stunde und ich war schon fertig. Eigentlich schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Milch schlecht ist. Ich werde den Kaffee übrigens nicht genießen, weil Marlies ist sich jetzt gerade nicht sicher, ob die Milch schlecht ist. Wenn sie das sagt, ist sie sich eigentlich ziemlich sicher, dass die Milch schlecht ist. Wir sehen uns gleich im Laden. Also bis gleich. Guten Morgen, der erste Auftrag heute ist wieder mal. Acht am Reifen. Das war jetzt vorher, ich guck mal, was ich da noch rausholen kann. Das ist wahrscheinlich bei so einem Fahrradständer passiert, wo man die Räder so reinparkt, die so halb hoch ist und dann wird es jemand beiseite gedrückt haben, das Fahrrad, beim Rausholen seines Rades wahrscheinlich. Und dabei passiert dann genau sowas. Na, das ist so ein Züge geworden. Zuckt noch an einer Stelle. Ja, das ist in Ordnung, also das kann man verkaufen so. Triumph mit Nexus Dreigang Hinterrad. Also, bei diesem Hinterrad ist die Rücktrittbremse total laut. Warum ist sie laut? Vermutlich ist sie abgebremst, der Bremsmantel runter. Oder es bremst, ist kein Fett drauf. Schauen wir uns jetzt mal an, ich baue sie aus. Ist das ein rostiger Ansatz da? Viele wissen das ja nicht, das muss man hier aufmachen. Und dann kann man hier das Lager fetten. Und sollte man auch machen, regelmäßig. Nachfetten. Einfach zack und fetten. Ne? Dafür ist es gedacht. Das Lager hat hier noch nicht erfahren. Da kam noch kein Vetter vorbei. Ein Vetter von ihm. Trocken. So, habe ich gefettet auf alle Fälle. Na, das Lager ist, die Kugeln sind schon sehr dunkel hier. Gucken wir mal. Ein bisschen heiße Laufen.
Machen wir einfach mal ein neues Lager rein. Ne, also hier, dunkle Kugeln, aussieht lüt, fast schon, noch nicht ganz schwarz und neu. Neues Fett, neues Lager ist drin und jetzt baue ich wieder ein und dann machen wir mal eine Probebremsung. Tjo, nun ist er fast wieder drin. Bremsanker noch fest. So, dann lauschen wir mal auf die Narbe. Drück mal hier so runter. Da sollten wenig Geräusche kommen. Doch, doch gut. Also es ist bestimmt besser als vorher, das merkt man schon, aber es ist nicht geräuschlos. Muss ich einen Bremsanker bestellen, einen Bremsmantel bestellen, damit sie getauscht werden. Schade, Mann. So. Kugellager haben wir gewechselt, immerhin. Leiser ist sie geworden, immerhin. Aber 100% ist sie nicht. Scheiße. Was haben wir hier jetzt? Eine Opfernarbe. Jetzt gucken wir mal in die Opfernarbe rein. Zack. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die Kamera ist wieder mal abgestürzt, also ich habe jetzt zum zweiten Mal die Narbe auseinander gehabt. Neuer Bremsmantel ist drin und den teste ich jetzt mal. Wenn der auch quietscht, dann ist die Narbenhülse hin. Na, das wäre doof. Da kann man dann nichts machen, dann müsste man ein neues Hinterrad einbauen. So. Sie ist leer. Und wie viel war drin? 1094 Euro. 1094? Was hast du gesagt? 1500. Na gut, da lag ich aber auch ganz schön daneben mit 500 Euro. Naja, bei mir war der also eher Wunschdenken. Recht unsicher. Ach so, Anfang des Jahres. Ja, auf jeden Fall hat es eine kaputte Kiefer, kaputte Basenbeine, kaputte Wirbelsäule und kaputte Sowieso. Ich weiß,
Toll. Ja, beste Voraussetzung, um Fahrrad zu fahren. Jetzt ist er an. Dennis ist da, hat mit dem Fahrrad eine Nadel eingesammelt. Nee, war nicht Dennis. Das war irgendein anderer Kollege hier. Fahrradblatt durch Stecknadel hatten wir selten. Haben wir selten. Das ist gar nicht, weil die da oben durch die Mappe nur gezogen ist. Ja, aber das wird das schon sein. Ja. Also, das ist ja platt. Oh. Ja, ist es. Dank meinem Antiplatt bin ich trotzdem platt, hat er gesagt. So, ist hier eine Nadel drin. Ne? Wenn da eine Nadel drin ist, dann ist das so. Kriegt man die jetzt raus? Natürlich aus. Ja, ein bisschen sieht das aus, wie ihr wollt. Nadel platt, trotz Antiplatt, Reifen platt. Manchmal ist es ja hier so ruhig, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Was die bulzt oder was die noch so da doof ist oder wie. Da hier unten ist Original und das ist Hobel. Ich meine, das ist Hobel, ja? Ja, abgehobelt vom Bülze. Hier, da. Und ist da auch noch Bremsbelag drauf, oder? Nein, da kommt doch da, ja, Herrgott, Mensch. Gesehen, ja, ja. Mann, Hobi. Seht! Da ist Hobellatte, Sägerau. Ja, ja, mal gucken. Das Dorf. Will er nicht, will nichts Neues, will nicht, ist alt noch gut, meint er. Meint ihr, jetzt wird es vielleicht mal Zeit für einen neuen Bremsbelag da? Ich gesagt, ist wohl zu spät. Kannst vergessen. Also hier, wir sagen ja, ob man das einfangen kann mit der Kamera, aber hier sieht man schon, es knickt arg. Ja, immer richtig Luft drauf. Ja, und ich wechsle ja jetzt einen Reifen. Ja, so einen Schlauch. Ja. Und ich mache ihm da zärtliche 2 Bar auf, würde ich mal sagen. Also Luftballon. Sicher ist sicher. Den Rest kann er dann. Dann lasse ich ihm die Pumpe. Pumperleitung steht oben, wenn es knallt. Und hat das schon was geholfen? Die Pumperleitung. Sollte man noch nehmen. Ja, riesig, genau. Aber manche Leute übersehen ja sowas auch einfach. Ja, ich kann ihn doch nicht machen. Ich kann ihn doch nicht. Ich kann ihn doch nicht. Ich kann das nicht. Ich kann doch nicht wechseln. So. Hm. Nein, ja, hält er schon noch, wa? Ich flipp aus. Hallo. Ja, bitte. Hallo. Weißt du, Liber, okay? Hm? Weißt du, Liber? Mein Weißt du, broken? Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. ja, what's the problem? Er ist gerade auf Arte. Er kommt tatsächlich eine Woche lang in Japan. Na, hier ja auch, hast du ja gesehen. Ja, zumindest heute mal. Und auch gestern und manchmal auch, ja. Andere Tage. Ja. Machst du da? Ja, was mach ich da? Kann ich gar nicht machen. Also, das kann ich nicht mehr einbauen. Das kann ich nie benutzen. Geht nicht. Jetzt hebe ich mal unseren. Unser Freund aus dem Land der aufgehenden Sonne, ewig mal jetzt so ein Quetsch-Dingsbums. Ach, ich hab auch keinen Bock eigentlich. Haben sie kaputt oder was? Mit dem schönen Schiebedarm. Das ist ja noch, immer noch eine Suchung von Werkzeug. Ich fass nicht, ey. Ich einfach mal fragen, hat er gesagt. Ich habe auch meinen vorderen Reifen und Platten. Ja. Ich würde gerne von hier weg nach Hause. Jetzt, weil der Kollege vorne auf der Straße hat gesagt, er kann das frühestens um 8 Uhr machen. Wie sieht es denn bei dir aus? Das wird guter Schlauch. Vorderreifen. Das ist 14:30. Und ich wohne in Köpenick und ich wurde nicht allzu lange. Hey, ist ein Köpenicker! Na Mensch! Wo kommst du her? Genau von dem Müllheimer. Bennschloss da. Oh, auch noch. Warum? Na, nicht. Will ich jetzt raus, oder? Ja, jetzt bist du raus. Ach, scheiße. Hätte ich mal nicht gedacht, denk mir aus Kreuzberg. Jetzt bin ich mal aus Kreuzberg. Nee, Müllheimer. Ist okay.
Fahrrad lasse ich aber da oder leg ich einfach. Okay, gut, ja. Gut. Ich kann doch einfach nur das oben anschließen und das Rad runterbringen, wa? Oder so, ja. Weil das ist ein Schnellspanner vorne. Ja. Gut. Dann machen wir das so. Oh Mann, habe ich viel zu tun hier. Ich fasse dich nicht. Da kann man dann am Freitag bei dir vorbeikommen. Tschüss. Macht's gut. Bitte und bitte nicht wiederkommen. Also, so macht er mich gar nicht vor. Ich dachte, der Laden ist so clean, oder so ungerichtlich. Naja, was ist das will ich hier? Da kommt bestimmt nur Schrott. Da macht man sich überall dreckig und ach, wisst ihr. Naja. Das ist mir ironisch. Ich würde am liebsten hier nicht arbeiten, sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin hier auch immer nur jedem meinen Willen. Mhm. Ja. Ich ja auch. Meine Frau prügelt mich morgens immer in den Laden runter. Jo. Ja, war auf alle Fälle witzig. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, komm einfach rum. Ich meine, Anouk ist in der Schule. So ab 4 Uhr. Mhm. Werden wir sie erwarten. Mhm. Also ab 4 Uhr kannst du, wäre schön, natürlich, wenn die Leute dann so da sind. Ja. Wenn sie kommen, alles schon haben. Oh, ich gucke doch mal da. Und da wird die kleine Maus. Ey. 10 drauf, die wird 18. Boah. Naja, 8 drauf oder 6 drauf, dann ist er 14. Mhm. Ja, da fange ich hier rein an. Naja, eher so wahrscheinlich mit 11, 12. Ja. Die ist früh. 13. Ja. Ist früh dran heutzutage. Ja. So! Oh, Papi. Tommy hat den Kopf voll heute. Das iPad. Ich habe einfach nur so darauf gedrückt und es ist doch passiert. Ja, und? Das ist schlimm. Weil ich nicht will, man wie es damit ausgehen. So, da bin ich. Ja, hier ist der Reifen platt. Felgenband zerrissen. Da, 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 ja. Das ist nicht gut. Also ab und zu auch mal Felgenband kontrollieren, ist überall hier reingerissen. Wenn man da Luft drin pumpt, naja, das ist halt scharfkantig. Gary Fischer Grateful Dead Sonder Special Edition wird einfach so kaputt gerockt hier. Grateful Dead. Das ist geil. Das war mal richtig guter Zustand. Mittlerweile, naja, ich würde es trotzdem immer noch nehmen. Das ist ein richtig schöner Trakt. Gary Fischer ist ja schon cool, war aber dennoch die Limited Edition. Und naja, jetzt wird's gerockt. YouTube Celebrity. Oh mein Gott.
später Aufträge noch. Heute ist ja was los, ey. Die Hölle gerade wieder. Und ich bin YouTube-Celebrity. Wusste ich überhaupt nicht. Ich bin auf der Celeb-Liste. Celebrity. Heute wird es ein sehr kurzer Vlog. Ganz einfach, weil überhaupt nichts Interessantes passiert ist. Schlauchwechsel hat ein paar, ja. Jetzt auch wieder Schlauchwechsel. Erst nach einer Woche ist die Luft raus. Ich weiß noch nicht mal, ob man das machen muss, aber sie meinte, sie will das jetzt. Ich will jetzt einen neuen Schlauch haben. Ja, na okay, dann mache ich das. Kein Problem. Ich mache ja alles. Wenn der Kunde das sagt, macht man das so. Oh Gott, ey, ist das schlecht. Naja, gucken wir mal. Was jetzt? Ein Hollandrad noch. Und ein Licht. Mann, ey. Hollandrad platt, Vorderrad. Gott sei Dank. Nicht zum Feierabend und am Hinterrad hier. Bataus ist fertig und es ist 21.05 Uhr. Ich gehe jetzt nach Hause. Also seid nicht sauer. Macht es gut. Wir sehen uns morgen. Die Lampe bei dem anderen Rad mache ich morgen dann dran. Bis dann. Ciao. Ich muss schlafen. Ich muss schneiden. Ich muss essen. Alles sowas. Und ich muss baden. Bis dann. Ich werde ja richtig verwöhnt hier. Mensch, hier gibt es ein altes Brötchen. Dass das nicht auseinanderbricht, während das hier so über den Teller rollt, ist schon verwunderlich. Das ist nicht alles. Da gibt es Nachtisch, Milchschnitte, fantastisch. Und ein Actimel. Wer war das? Ich mach mal jetzt noch eine Frage, wer war das? Also wir haben ja einmal Mäuse bekommen. Und einmal haben wir einen Malkasten bekommen. Ist beide an die Adresse. Offensichtlich. Und, was sagst du? Ich bin irritiert. Kann ja nur von einem von euch sein. Danke. Ja. Danke. Super. Was ist das? Skizzenblock? Hm? Hab ich schon die Papiere? Härten. Ja, juckt manchmal. Ja, die sind nicht, die halten nicht lange. Was? Die Mäuse. Achso, das ist die Stifte. Ja, ich hab mal gewundert. Ich musste mich doch sehr wundern, wo das Paket herkam, die zwei. Ich hab schon gedacht, ich hab wieder was bestellt. Ja, ich hab gedacht, mal, hat sie vielleicht auch, hat sie jetzt nur so getan. So umlenken, so.
mehr tun. Oh. Hm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Huch, danke schön. Genau das, was ich brauchte und wollte. Woher wusstest du das? Ja, das ist ja sehr nett. Also kann ja nur von einem von euch kommen, weil ihr verraten hat einfach nur die Doppeladresse, die Doppelnummer. Thomas Müller, 2223. Ey, oh, gut, super. Hey, ich freue mich. Ich sehe weiße Mäuse, sag ich nur. Da ist sie. Ich fülle die Mäuse wieder um. Das wurde gerade nicht. Kiste. Na, wir haben ja doch schon noch eine. Irgendwo, ja. Hab ich auch schon. Ja, das sieht aber auch aus wie Gummibärchen da drin, das Zeug. Ja, letztens kam Scully zu mir an. Kannst du das aufmachen? Jetzt muss man aufpassen. Wenn ich Süßigkeiten drin, dann da auch wieder so. Was hast du da? Waschpulver, Perlen? So, jetzt füllen wir die um. Unsere Tochter war nämlich schon hier dran, völlig entrüstet. Keine Meile. Jetzt haben wir Mäuse hier noch. Mäuse satt. Tada! Ja, Mensch, danke auf alle Fälle. Also muss man jetzt nochmal sagen. Ja. Also danke, wirklich. Danke, danke. Meine Frau kann mit sowas nicht umgehen, sagt sie immer. Und deswegen muss ich jetzt mal alleine da durch. Dankeschön. Na, wie auch immer. Ich gehe schneiden. Also, bis morgen. Ciao.